Willkommen zurück, Minecraft-Menschen. Es ruckelt ein bisschen, aber wir kennen das ja schon. Die Festplatte ist leer, die Folgen sind gerendert und wir können weitermachen. Wir können jetzt quasi hochhüpfen. Wir können jetzt quasi hochhüpfen und unseren Kram abliefern. So wie wir das in der letzten Folge machen wollten, aber wie es nicht geklappt hat. Auf Dauer werden wir hier wahrscheinlich Stufen verlegen. Aber so lange verzichten wir jetzt erstmal drauf. Hallo Hund. Hund freut sich, uns zu sehen. Und es ruckelt immer noch ein bisschen, aber ich hoffe mal, wir kriegen das jetzt irgendwie in den Griff. Dann bekommt unsere Schmiede mal was zu tun. Da haben wir ein bisschen Holzkohle gemacht. Ist hier Kohle drin? Nein. Packen wir die mal da rein. Da ist überall Kohle drin. Huch, na, Erde soll da nicht rein. Und was wir brauchten, darum sind wir ja überhaupt hochgegangen. Ach, wir hatten hier doch Holz drin. Eine Eisenspitzhacke. Denn wir hatten da unten ja was gefunden. Oder hatte ich hier nicht noch auch meine Diamantspitzhacke? Können wir doch die nehmen. Die ist sehr viel unkomplizierter und schneller. Ich habe ja jetzt mal versucht, die Renderdistanz ein bisschen höher zu drehen. Und zu schauen, wie das mit den Frames ist. Aber ich befürchte, ich werde sie wieder runterstellen müssen, wenn das jetzt so bleibt, wie es jetzt ist. Weil so gefällt mir das nämlich nicht. So. Jetzt wieder das Problem, wenn eine Aufnahme... Oje, oje. Wenn eine Aufnahme so lange her ist, man erinnert sich natürlich nicht mehr, wo man seinen Kram hingelegt hat. Ihr wisst es wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Da ist sie, die brauchen wir. Okay. Ich stelle die Renderdistanz dann trotzdem mal ein bisschen runter. Oder ich stelle einfach die Grafikeinstellungen auf schnell. Vielleicht hilft das ja. Na, das läuft schon ein bisschen flüssiger. Vielleicht können wir ja dann die Renderdistanz auch ein bisschen höher stellen. Ich sehe jetzt eigentlich aber auch gar keinen so richtigen Unterschied zwischen schön und schnell. Ich habe nämlich jetzt die neueste Minecraft-Version drauf. Ich war die ganze Zeit immer mit der 1.4.6 unterwegs. Habe mir dann heute mal die 10 Minuten Zeit genommen, auf 1.4.7 zu updaten und dann das neueste Optifine zu benutzen. Das Optifine, was ich jetzt habe, ist noch eine Beta. Aber da sind diese Better Skies schon drin, die man von MC Patcher kennt. So. Oh, haben wir das letztens übersehen? Scheinbar. Wir haben nur Diamanten gesehen. Na, dann wollen wir doch mal. Ich hatte hier auch noch Fackeln. Leuchten wir das Ganze auch mal stilecht aus. Pling, pling. Pling, pling, pling. Pling, pling, pling. Pling, pling, pling. Da ist noch ein Diamant. Und da oben kommt Wasser raus. Das machen wir jetzt mal zu. Ich habe zwar keine Ahnung, wo das herkommt, aber besser, wenn wir es zumachen. Und dann kümmern wir uns auch mal um den Redstone. Schon wieder Zombies. So eine Menge Redstone. Finde ich gut. Okay, und hier müssen wir jetzt, dafür hatte ich ja extra noch die Erde in der Tasche. Das wieder hoch ebenerdig zumachen.
damit man hier ordentlich laufen kann. Ist hier drunter direkt das Wasser? Ja. Das heißt, ich mache das so. Genau so war es gedacht. Okay. Dann muss ich hier, sollte ich noch zwei weghauen. Ich habe jetzt nur die Diamantspitzhacke mitgenommen, oder? Und nicht... Das war jetzt nicht so klug. Hüpfeln wir nochmal hoch. Habe ich denn... nein, habe ich nicht. Okay. Da haben wir jetzt nur an die Diamanten gedacht, aber nicht daran, dass wir auch später noch richtig Mining machen wollen. Und müssen. Also hüpfen wir nochmal hoch. Hey. Was hat man davon, wenn man nicht mitdenkt? So, und jetzt schauen wir mal. Ja, das geht schon so. Wenn euch die Mini-Ruckler nicht stören, dann stören sie mich auch nicht. Ach, ich hatte ja doch noch Holz in der Tasche. Hätte ich mir auch unten. Jetzt ist egal. Jetzt ist es mir egal. Was brauchen wir? Wir brauchen ganz viele Spitzhacken. Und dafür werfen wir den Stein mal kurz raus. Ne, okay, das klappt so nicht. Plöppen Sie mich bitte an? Nein, wir plöppen uns nicht an. Gut. Jetzt aber. Holz auch noch nicht. Okay, dann bräuchten wir... ich mache jetzt mal einfach den ganzen Pflasterstein hier auch rein. Der muss später dann... oder jetzt schon gebrannt werden, ich weiß nicht. Eigentlich könnten wir das jetzt schon machen, denn wir sind ja eh gleich unterwegs. Pflasterstein, 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 Pflasterstein. Da ist keine Kohle drin, aber wir machen schon mal Pflasterstein rein. Da ist unser Eisen drin. Okay. Wir machen uns auch noch eine Eisenspitzhacke. Da ist das. Oder machen wir uns zwei? Schaufel haben wir noch zwei. Axt bräuchten wir auch noch eventuell. Da reicht aber wieder Pflasterstein. Denke ich. Und ja. So. Okay. Sehr gut. Das könnten wir aber wieder zurücktun. Das brauchen wir nämlich nicht. Das auch nicht. Und ich glaube, die hier lassen wir auch da. Gut. Dann geht's mal wieder runter. Denn jetzt wollen wir mal schauen, ob die Mine nicht noch mehr zu bieten hat für uns. Es würde mich nämlich wundern, wenn ich... Und ich sehe gerade, wir haben unsere Minimap noch gar nicht drin. Ich habe ja Dings neu installiert und ich wunderte mich jetzt gerade wegen
Ja, weil ich mir jetzt angewöhnt hatte, auf die Höhe zu schauen. Aber gut, muss ich jetzt mit leben. Und dann meinen wir jetzt ein bisschen. Ich höre hier hinten irgendwo Lava. Das heißt, im Ernstfall müssen wir gleich ganz schnell zurücklaufen. Fackeln. Sie könnte allerdings auch über uns sein. Also das Blubben heißt nur, dass Lava in der Nähe ist. Wenn auch sehr nah. Oh, das ist ganz schön gruselig. Ah, gut, da ist Kohle. Okay. Und auch nicht irgendwo in Lava verborgen. Oh, das ist echt gruselig. Wenn uns hier jetzt Lava auf den Kopf fällt, das wäre nicht so toll. Weil das ist auch verdammt laut. Also das heißt, die Lava ist hier schon irgendwo. Ich weiß nur eben nicht wo. Da hier aber noch nichts tropft, vermute ich sie irgendwo nebenan. Oh, da habe ich mich erschrocken gerade, als auf einmal so hell wurde. Aber das war nur Redstone. Oh, das war nicht gut. Wieder hinhängen. Also ich vermute die links irgendwo. Ich denke, damit könnte ich ganz richtig liegen. Okay. Kohle hätten wir hier. Und ich überlege, ob ich jetzt, statt hier weiterzumachen, erstmal hier das wegnehme. So, erstmal das Offensichtliche. Durch den Bedrock kann man übrigens nicht durchhauen. Also kann man versuchen, wie man will. Der geht nicht kaputt. Und darunter ist auch quasi sowieso die Welt zu Ende. Also die Minecraft-Welt. Was bedeutet, man würde, wenn man hier ein Loch reinhaut, würde man quasi aus der Welt fallen. Huch, und das ist meistens ziemlich tödlich. Jeder, der schon meiner kreativ im Kreativmodus sowas versucht hat, wird festgestellt haben, dass man danach ziemlich tot ist. Dann machen wir jetzt mal hier den nächsten Gang. Schauen wir mal, wie weit wir kommen, ohne auf Lava zu stoßen. Mal gespannt, ob wir jetzt durch diese Höhlenaktion auch wirklich genug Steine für unseren Plan bekommen, die Kirche da auszubauen. Also den Kirchenvorhof. Aber ich kann mir nicht vorstellen, warum das nicht reichen sollte. Wir müssen mittlerweile jetzt schon so viele Steine haben. Denke ich. Relativ hoch. Kies brauchen wir auch. Denn wir wollen sicherlich noch ein paar Wege verlegen.
Deswegen nehmen wir den jetzt auch mal mit. Ich hoffe, ihr seht noch genug. Kies, Kies, Kies. Ich mache euch trotzdem mal Licht hier hin. Palup. Und kloppe dann hier weiter den Kies. Und es hat sich doch gelohnt, mal hinter den Kies zu schauen. Denn da ist wieder Redstone. Und den können wir abbauen. Sogar noch mehr Redstone. Frage ist, ob wir jetzt so viel... Oh, Gold. Na, das hat sich doch gelohnt. Machen wir hier nochmal eine Fackel hin, dann seht ihr das. Dann seht ihr auch mal meine Goldtextur, die ich gemacht habe. Da wird sich die Schatzkammer unseres Dorfes doch freuen. Huch. Hatten wir einen kleinen Ruckler. Und ganz viel Kohle. Da wird sich der Schmied freuen. Okay. Da bin ich doch ganz zufrieden. Und unser Level freut sich übrigens auch. Denn Kohleabbau bringt natürlich schöne Levelpunkte. So, von wo kamen wir denn jetzt eigentlich? Wir kamen von da unten. Und wo? Jetzt bin ich verwirrt. Genau, ich habe mich hier runtergegraben. Das heißt, wenn ich jetzt hier zumache, dann... Ach, von hier. Genau. Wir müssen hier weiter graben. Ich darf mich nicht ganz so aus dem Konzept bringen lassen, mit dem Gängegraben. Weil es ist nur effizient, wenn man auch wirklich sich dran hält. Da habe ich noch Sticks. Ist jetzt auch nicht so die Welt, aber ein bisschen kommen wir damit voran, denke ich. Und hier haben wir schon wieder Kies. Aber scheinbar nicht bis ganz oben, das ist gut. Oder sollen wir hier den Kies auch mal wegmachen? Wer weiß, was sich dahinter verbirgt. Wir hatten ja eben schon Glück. So, weiter. Das war unsere Schaufel, aber wir haben noch eine.